Let's talk like a normal guy. Hör mal auf mit Englisch, ey, immer ein Po. Ah! Nein! So, Freunde, da sind wir zurück in der Together Show und ich töte jetzt erstmal diesen Slime. Und ich esse erstmal eine offene gebackene Kartoffel. Nom 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 nom. Ja, hast du von mir, habe ich dir gegeben, ne? Hast du, hast du, hast du. Wir haben auch direkt ein neues Thema, während ich hier die XP-Falle jetzt baue und ihr da auf dem Dschungelsuche seid oder was weiß ich. Und zwar kommt das von Ferdinand Niemann. Eine Woche ohne Internet. Für euch machbar? Not. Nee, für mich momentan in meiner jetzigen Situation nicht. Also würdest du sagen, nee, also auf gar keinen Fall, es geht. Also ich nehme jetzt mal nicht an, dass da jetzt, wir können jetzt ganz langweilig sagen und sagen, ja, man ist auch mal eine Woche oder zwei Wochen im Urlaub, haben auch kein Internet, nam, 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 nam. Aber ich nehme jetzt mal die Situation an, die er wahrscheinlich auch meint, dass man wirklich spontan einen Internetausfall hat oder so. Ach so. Und das wäre echt momentan sehr ungünstig. Aber ich sag mal, so ein Monat ohne Internet, das geht noch locker durch. Aber wenn es dann irgendwann so ein Monat ist oder so, ist dann irgendwann schon krank. Hobbs, du hast gerade gesagt, ein Monat ja. Noch. Ja. Aber ein Monat das ist sehr sinnvoll, Dena. Also wenn, ich habe gesagt, also nur mal so eine Woche, wollte ich sagen. Nee, du hast gesagt, nur mal so ein Monat, das geht schon klar, aber ein Monat, das ist schon zu viel. So. Nur mal so eine Woche, meine ich. Das ist halt, also eine Woche, das ist eigentlich gar kein Problem. Ich meine, man ist ja im Urlaub oder was weiß ich, wo du dann ohne Internet bist, kein Ding für einen King. Aber jetzt so ein Monat und vor allem, wenn es auch irgendwie unangekündigt ist. Ey, Leute, ich bin hier nicht mehr im Dschungel. Und ich finde einfach keinen Dschungel, ne? Hast du auch nicht verdient. Ja, Junge, wo läufst du denn auch lang? Du hast mir eben gesagt, renn da lang. Ja, du läufst schon wieder komplett falsche Richtung. Bist du sicher, dass da der Dschungel ist? Du läufst einfach falsch. Du läufst auf einmal rechts ab. Ja, dann TP mich zu dir. Ich TP dich nicht. Nee, ich hab ihn gefunden! Ha, ich hab den Dschungel gefunden! Ha, ha, ha. Wow, seh dich nicht mal mehr. Ja, ich hab den Dschungel auch gefunden. Ich hab den Dschungel gefunden. Wow, wow, wow. Ich hol mir jetzt einen Baum. For sure. Ich weiß aber leider, das wurde jetzt noch kein Minimap, das heißt, ich werde wahrscheinlich niemals mehr den Weg zurückfinden. Nee, wirst du auch nicht. Opfer. Egal. Erstmal Ranken holen und Holz. Ich baue jetzt für alle so eine gemeinschaftliche Falle hier. La 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 la. Da kriegen wir dann auch Pfeile her. Weil irgendwann müssen wir auch noch einen Enderdrachen eigentlich mal bekämpfen. Bekämpfen. Da müssen wir auch mal alle einladen, die jemals dabei waren, und dann gibt es einen Raid. Richtig boom, boom, boom. Dann ist aber richtig einfach, Ender dran zu besiegen. Schafft man sogar schon zu dritt gut. Soll ja auch einfach sein. Ja. Für euch. Ihr schafft es. Hey! Weißt du? Oh mein Gott! Was passiert? Oh mein Gott, hab ich erschrocken. Bist du eigentlich geistig gestört? Oh, da kommt der Was hast du gemacht, Mann? Komm von einer Seite, ich flieg erstmal durch die Gegend. Ich denk so, also mein Leben ist zu Ende. Mein Leben ist zu Ende. Ist auch. Vorbei. Aus und vorbei, ne? I'm saying. Oh. Herr Reimann! Schon wieder! Jetzt schon noch einmal bin ich tot! Hör mal bitte auf, ey! Weißt du? Du musst ein schönes Haus hier hinkriegen. Herr Reimann! Im Flug, ey! Hör auf! Hör bitte auf! Bitte! Bitte! Nur auf Schwächere ohne Rüstung gehen, das kannst du, ne? Nicht aufhören, weitermachen! Hör auf! Immer weitermachen! Hör auf! Er verfolgt mich! Hör auf! Ich will nur einen Baum abholzen! Hör verdammt nochmal auf! Conny, ey, ich wünsch dir, ne, dass du irgendwo runterfällst und dann bist du da! Hör auf! Wie viele Level hast du? Ich hab 100 Level! Nein, du nicht! 100! Spostala! Ja. Oh Gott, schnell weg hier! Boah, bei mir geht die Sonne durch hier! Ey, Conny, hab ich gebrochen! Ich hab nicht weit! Geh mal ganz kurz ein Stückchen runter! Geh mal ganz kurz ein Stückchen runter! Hey, das sieht so bekloppt aus! Ach, hör auf! Ich hab eine einzige Eisenaxt, Mensch. Mensch, 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 Mensch. Ah, scheiß Wasser. Da. Sehr gut, dass der Simon so produktiv ist, wenigstens im Gegensatz zu anderen Gästen. Was, seid ihr in dem Dschungel gerade oder was? Wie erschreckt ihr euch überhaupt? Ich bin auf dem Baum mit Simon und der fällt alles ab, was hier ist. Wir fallen gleich runter, Simon. Na, okay, sorry. Also ich finde das ja sehr brutal. Kann ich da die Seite abfallen? Bäume Simon sind auch ein Organismus. Oder Lebewesen. Somehow. Nein, hör auf! Hör auf! Okay, okay, Schluss! Du kassierst jetzt richtig, Simon. Jetzt hast du verkackt. Das hättest du nicht machen sollen. Nein! Ich bin tot. Ey, Conny, jetzt bitte TP mich zu dir. Ja, okay. Du wirst es hier nicht TP'd?
ja, jetzt habe ich ja kein Level mehr und okay, ich TP. Es ist Obst im Haus und jetzt ist diskutiert wird jetzt weiter. Oh nein, erzähl. Ja. Wo sind jetzt meine Sachen? Wo bin ich runtergeflogen? Da. Boah, ich habe schon so viel eingesammelt alles, weißt du? Da, ja, wo ich. Okay. Ja, jetzt muss ich meine ganzen Sachen finden. Da. Oh, voll schwer hier. Ich weiß gar nicht, wie ich hier eine Falle baue. Bin so blöd. So, wie viel so Tropenholzsetzlinge habe ich denn jetzt? Noch kein? Nee, ich habe nur Eichenholzsetzlinge und Eichenlaub. Fäll doch einfach hier diesen Baum ab. Warte, hier, ich helfe dir. Als Entschädigung. So, jetzt stell dich runter und warte einfach. Ich laufe jetzt wieder zurück. Ich hoffe, ich finde den Weg irgendwie. Ja, warte mal. Hast du Wolle oder so? Nein. Oh Gott, ich komme nicht wieder zurück und es wird dunkel. Also oh mein Gott. Ihr könnt die Nacht auch nicht schlafen dann, ne? Nein, können wir nicht. Wir müssen irgendwie so durchkommen. Ja, toll. Ja, und ich bin eh noch das. Ups, und da wäre ich direkt angeschossen. Das ist natürlich sehr nett. Okay, sterbt ihr? Bitte. Nein. Ich muss versuchen, irgendwas zu überleben. Schade. Bin viel zu OP zum Sterben. Du bist gar nichts, bist du. Ach, Mann, hier, ich krieg das nicht hin, mir eine Falle zu bauen. Oh Gott, der Mond. Es ist kein Vollmond. Fast. Da, wohin geht denn das Wasser hier? Oh Gott, es ist dunkel. Es ist dunkel. Ich muss mein Mikrofon heranholen, um die Stimmung dramatischer zu erscheinen zu lassen. Dum. Es ist dunkel. Ich bin allein im Dschungel. Ich bin allein in einer Höhle. Verloren. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht, woher ich kam. Ich weiß nicht, eine riesige Schlucht in einer Höhle. Das sieht richtig episch aus. Ich habe einen Tropenholzsetzling. Jetzt brauche ich noch drei andere. Ich habe schon alles auf Bright und ich sehe trotzdem richtig wenig. Ja, wenn es komplett dunkel ist. Wenn es komplett dunkel ist, ist es auch egal, wie viel du hast. Ups. Moment. Ich muss mein Mikrofon so ein bisschen hier vor mich halten. So, jetzt. Ihr seht mich jetzt in der Facecam zwar nicht mehr so gut. Aber dafür kann ich jetzt so tun, als wäre ich ein richtiger Erzähler. Es war. Bist du gar nicht Faker zählt nicht. Eine kalte Sommernacht. Kalt. Im Dschungel. Um mich herum nur Bäume. Blätter. Ey, was wollen wir mit ganz Blätter? Ist das Postboten oder was? Oh, ich hab so viele Setzlinge. Noch mehr Setzlinge. Oh, jawohl. Simon kriegt einen Orgasmus auf Setzlinge. Transition, Geräusche. Ich muss die Geräusche ein bisschen höher stellen. Das macht die Stimmung ein bisschen geiler. Geht so. Ich hörte die Kreaturen in der Nacht. Sie krochen. Ich hörte einen Zombie. Aus dem Dickicht des Waldes. Was ist geschehen? Was ist nur passiert? Dünn. Ganz allein. Alleine. Allein. Wir sind allein. Was? Auf der einen Seite des Flusses. Ich kriege hier gar nichts in dem Moment, ey. Eisige. Schlimme Sache. Die eisige Finsternis. Auf der anderen Seite der tödliche Dschungel. Was kann ich tun? Du sammelst doch gerade eigentlich nur Holz, oder? Was bleibt mir? Du sammelst gerade nur Holz, also so, ja, halt mal Schnauze da. Auf der Suche nach noch mehr Holz. Ja. Ich immer tiefer in den Dschungel. Stoße ich auf noch mehr Holz. Und ich stieß auf noch mehr Holz. Ich sah den Wald voller Tabellen. Ah, ich sehe den Mond. Gut, das heißt, ich bin auf dem Weg nach draußen. Ich bin gerade in so einem riesigen Ozean. Ich sehe nur blau, ich bin irgendwo unter Wasser. Ah, da ist die Decke des Wassers. Und ich bin draußen. Oh, ja, geil. Ich bin irgendwo im Ozean. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Dena, sag mal bitte die Koordinaten, wo unser Haus ist. Weiß ich gerade nicht. Bin gerade am Craften. Ja, drück F3. Bis jetzt bin ich beim Craften, okay. Es ist Numero X minus. Ne, warte. Nach da werden wir. Minus 60 bei X. Und bei Z ungefähr 230. Okay, dann musst du nur in diese Richtung laufen. Brauchst einen Unterschlupf für die Nacht. Deswegen klettert ich auf den Baum. Halt immer, ne? Was? Ja, ungefähr 000 ist immer richtig. Verstehst du? Ja, ungefähr. Ungespielt halt, ne? Sag ich mal. Ich hörte meinen Namen. Mit einer Stimme, die eines Dänas gleichte. Wo kam sie her? Wo geht sie hin? Fragen über Fragen. Was soll ich nur tun? Diese riesige Schlucht von damals, das weiß ich noch. Übrigens, wenn ich nicht mit Facecam aufnehme, dann spreche ich immer so in mein Mikrofon. Hallo Kinder, ich bin's wieder, euer... Ich sah das erste Kreatur der Finsternis.
Ich hatte nur noch eine Entscheidung. Ein richtig guter Übergang. Oder laufen. Okay, auf in den Kampf! Ich spürte mein Herz. Mein Herz schlug mir bis zum Halse. Die Kreatur der Finsternis, die schaute mich an. Der erbitterte Kampf! Und der Kampf, er tobte. Der Kampf tobte. Die Pfeile hagelten auf mich ein. Und ich gewann den Kampf. Dort kam noch mehr. Ein Zombie. Eine Kreatur. Ich würde echt gern bei Simon sein. Das ist bestimmt so total unspektakulär. Noch ein Skelett. Nein! Mein Leben! Oh, drei Leben. Kartoffeln. Drei Leben Kartoffeln. Ich brauche Kartoffeln. Ich muss die gebackenen Kartoffeln essen. Junge, ich kämpfe gerade mit drei Creepern auf einmal. Oh Gott, mein Herz. Oh Gott. Ich muss wieder in den Dschungel rein. Nur dort war ich sicher. Versteckt zwischen den Dickichten des Waldes. Zwischen den Schatten der Bäume. Oh Gott. Die Kreaturen sammelten sich. Oh Gott. Wo bin ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's überlebt. Ja, ich bin so excited. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Doch die Nacht ist noch nicht vorbei. Es kann jederzeit wieder zu einem Angriff kommen. Ich hab vergessen, wo ich diese Bäume gefällt habe. Demnach fehlen mir jetzt diese ganzen Setzlinge. Nein, sowas Doofes aber. Ich hau einen neuen Baum ab. Ich komm mir echt... Also okay, meine Falle ist schon so nicht, ja. Warte, ich komme mal bei dir vorbei. Wo ist denn deine Falle? Bei Porkchop Media House. Ah, dann komme ich da nicht vorbei. Ich bin zu weit. Schwert ist kaputt. Oh, bei mir steht gerade wenig Speicherplatz auf Q. Das heißt... Auf Q? Wie viele Festplatten hast du denn? Ich hab sehr viele Festplatten. Nach dieser Folge müssen wir ganz kurz, muss ich auch mal ganz kurz einen Cut machen. Und dann mache ich ganz kurz mein Speichermedium auf Festplatte Z. Das sage ich gerade. Was ist, wenn du noch eine Festplatte hast? Was hat die für Buchstaben? Das sage ich dir. Fängt dann wieder bei 1 an. AA oder irgendwie sowas. Warte mal, nee, 1. Voll langweilig, ey, Luca. Ey, voll doof von dir, ey. Ja, die Falle funktioniert, aber ich meine, es ist jetzt nichts Besonderes Spektakuläres, ey. Ich bin dumm irgendwie. Ich renne durch den Dschungel, fäll Bäume, aber anstatt oft darauf zu warten, dass dieses Setzling... Creeper. Oh. Das ist mein Diamantschwert, ey. Ey, hab ich hier gesagt, ey. Mit scheiß Bane of Arthropoden, ey. Erdbeerkäse, ey, ekelhaft, ich sag's dir. So. Erdbeerkäse. Erdbeerkäse, ey. Conny, kennst du die Erdbeerkäse? Erdbeerspermer. So, Muhaha. Das war's noch von der Erzählerstimme. Geh ein bisschen tiefer. Let's talk like a normal guy. Hör mal auf, in Englisch, ey, ist immer ein Po. Ah! Nein! Warum denn? Ups. Oh. Zum Kotzen, ey. Spastis, ey. Scheiß Creeper, echt. Mann. Ich grab mich hier die ganze Zeit runter. Irgendwie kommen hier keine Setzlinge mehr. Ja. Verdammt. Ey. Erstmal die Rohstoffe so meines Hauses Scheiß, zu besorgen. Ja. Brauche ich schon 2 Folgen allein hier. Not so gut. War richtig weit weg von dem Spaß hier und trotzdem ist explodiert. Like a spastic creeper. Oh, wow. Skype nur bei mir am blub, blub. Ich höre euch nämlich noch gut. Hört ihr mich? Wir hören an, wir hören euch auch gut. Komisch, hat gerade nur so blip blip gemacht. Oder Luca? Luca? Haha, von Luca ist weg. Ah, jetzt kann ich seine Sachen klauen. Ah, beeil dich. Der hat eine Ender-Chest, bestimmt mal alles da drin. Oh nein, der hat alles in die Ender-Chest gepackt. Aber er ist noch nicht wieder da, oder? Nein, ist noch nicht da. Ich bin wieder da. Warte mal, was hat der? Nee. Wieso sind hier so viele Cobblestone? Suspicious? Ey, wieso hat hier so krank viele Cobblestone hingebaut, ey? Was soll denn das? Was denkt er sich eigentlich? Da, wo er seine geheime Kiste hatte. Aber er braucht auch gar keine geheime Kiste mehr. Plus, warum sind hier so viele Cobblestone drin? Alter, was soll denn das? Es ist hell geworden. Das letzte Skelett. Und es ist jetzt auch, die nächste Folge ist auch gleich vorbei. Hast du auf die Uhr geguckt? Achso, ja, die Folge ist gleich vorbei. Ich muss nur kurz noch was klauen. Nur was sich lohnt. Lohnt sich eigentlich nicht. Der hat nichts Besonderes da.
Stell dir vor, Concroft, da kommt jetzt einfach nicht mehr. Den ganzen Tag. Können wir alles kaputt. So. Ich kann eine coole Falle bauen mit TNT. Mach das. Ich hab sogar noch. Nee, hab ich noch? Eigentlich noch Stein. Ich mach das, das wird sau lustig. Ja, aber ich hatte eigentlich noch Stein. Wo hab ich meinen Stein hingetan? Scheiße. Scheiß Stein noch. Also nochmal guten Stein. Scheiße. Nein, Gravel. Ah, Stone. 2 Stück brauche ich davon. Okay. Aber wie fallen hier keine Setzlinge runter? Was ist da los? Von den Dschungelbäumen, da fällt immer nur richtig wenig runter. Da fällt immer nur so richtig wenig bis gar nichts runter. Da musst du warten, mein Freund. Na, boah. Ach, der hat jetzt ja gar nicht mehr so sein Haus mit... Ja, wie meinen das denn? Vielleicht gleich auch noch Redstone oder was? Das war so kompliziert, ey. Redstone klauen. Wo hat der denn die Redstone drin? In der geheime Truhe. Ja, aber die geheime Truhe hat er ja nicht mehr. Der hat jetzt ja so ein... Mein Internet war weg. Ich habe keinen Plan, warum. Ey, ich habe jetzt schon einen Stopp gemacht, ne? Dass wir jetzt mit der dritten Folge weitermachen. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier. Meine Damen und Herren. Ja, hi, tschüss. Warte, ich mach mal kurz so. Ja, das war die Jagd durch den Dschungel für die Rohstofffolge. In der nächsten Folge versuche ich dann mal mit meinem Haus zu beginnen. Ich hoffe, es wird sehr episch. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Da, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Wertung da. Ciao, Leute. Ciao, bis gleich. Ciao.